Hi Leute, und da sind wir auch schon wieder. In dieser Folge werde erstmal nur ich euch begrüßen, denn der gute Blackmage hat sich quasi gerade gemutet, damit er hier mir nicht reinquatscht, weil er ja seine eigene Instanz, nenne ich es mal, instanzierten Bereich macht. Ja, und wir gucken uns jetzt mal an, was hier so abgeht. Maskierter Magier. Zürnende Stimme der Schöpfung. Erfülle diese Steine mit deiner Seele und erwecke sie in deinem Angesicht zum Leben. Ach du Scheiße, ein Golem. Was ist das denn für eine Wünschelrute, die ich gerade rausgeholt habe? Ach du Scheiße. Na, jetzt geht's aber los, du. Spielinhalt beginnt. Ja, ich sehe das. Das, So, wollen wir mal gucken. Habe ich eigentlich noch Protes? Ja, habe ich noch. 20 Minuten lang. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich natürlich Wiederbeleben erlernt. Bringt nur leider überhaupt nichts, da ich mich ja selbst nicht wiederbeleben kann. Aber das irgendwie scheint das hier gerade einfacher zu sein als der erste instanzierte Bereich, den wir gemacht haben. Denn, ich krieg keinen Schaden, der Gegner wohl schon. Oh, da muss ich jetzt mal raus, würde ich sagen. Niemals in solchen Effekten drin stehen, das kann euch nur raten. Das kann nur böse ausgehen, wenn ihr drin stehen bleibt. Aber als alter WoW-Fuchs und Raider, weil sehe ich das natürlich sofort, dass ich da raus muss. Ist ja in Final Fantasy auch nicht anders. Oh. Da muss ich auch raus, würde ich immer so sagen. Jawohl, ja. Okay, ich bekomme hier gerade echt wenig Schaden, aber das ist nichts, worüber ich mich beschwere. Ich nehme das einfach mal so hin. Mache jetzt den alten Lehmgolem platt. Oh, raus. Und Angriff. Jawohl, ja. Sehr schön, sehr schön. Wieso darf das niemand? Klar, ich nehme jetzt erstmal schön richtig fett das Leben oben raus. Und bam. Da fällt der Lehmgolem auseinander. Spielinhalt beendet. Wuhu! Und wieder eine epische Zwischensequenz. Dass der Golem besiegt werden konnte. Dieser Mann ist kein gewöhnlicher Abenteurer. Das ist richtig, denn ich bin Drygos Tanhoallora. Ja, und ich sehe gerade schwarz, im wahrsten Sinne des Wortes. Aha. Oh, die beiden schon wieder. Verflucht. Erst willkommen. So sieht man sich wieder. Wie geht's dir? Und eine Sequenz, die ich jetzt nicht kommentieren werde. Denn ich sehe schon wieder nur schwarz. Mann, Mann, Mann. Just sit back, enjoy and relax. Prime.
Sehr geile mystische Musik im Übrigen. Muss ich ja mal einwerfen. Wie ein altes Ehepaar, die beiden. Oh nein, der Mogelstuppen. Ich sehe wieder schwarz. Und da bin ich wieder zu mir gekommen. Grrr. Geht es dir gut? Deine Augen sahen gerade ganz schön glasig aus. Der Seher ist unverletzt, ein wenig benommen, aber körperlich geistig unversehrt. Jedoch sind unsere Sorgen damit nicht vorbei. Du darfst nicht vergessen, dass die Gebiete über den Wald der Einkehr wachen. Sie haben es den jetzigen Bewohnern erlaubt, hier zu leben und sich den Schätzen des Waldes zu erfreuen. Das schließt den Grund und Boden des Kerkers ein. Da sie keine Verwendung mehr für den Kerker hatten, kam Dridania hierher, um ihn in den Gebiet deiner Ritter oder Firm zurückzugeben, als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Leider ist das Ritual fehlgeschlagen, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Wenn man den Gebietern nicht den gebührenden Respekt zollt, und zwar in angemessenen Ritualen, werden sie womöglich zornig und schlecht auf die Dridania zu sprechen sein. Das kann verhängnisvoll sein in diesen unsicheren Zeiten. Aber du hast mehr als genug getan. Wir werden den Druiden in Sicherheit bringen und deine Kollegen aussenden, um das Ritual zu beenden. In der Zwischenzeit solltest du dir einen Weg nach draußen bahnen und Alistan Bericht erstatten. Ach, wo sind bloß meine Manieren? Ich heiße Papilomo. Was? Papalymo heiße ich, genau. Und diese taktlose Frau neben mir ist Ida! Papalymo und ich erforschen zusammen die Wege der Einkehr. Schön, dich kennenzulernen. Ida, würdest du mir bitte mal helfen? Du mit dem geilen Arsch, genau du. Komm mal her. Moment, du hast etwas Vertrautes an dir. Könntest du womöglich... Ach, schon gut. Meine Augen spielen mir bestimmt nur einen Streich. Bis demnächst. Und an der Stelle steige ich dann auch wieder mit ein. Ja, dann ist das dynamische Duo ja wieder komplett. Da ich die ganze Sache ja eben parallel gespielt habe, weiß ich auch, was der CC Joker da die ganze Zeit erzählt hat. Sehr praktisch. In der Tat. So, Alistan Bericht erstatten, aber dazu muss ich glaube ich erstmal aus dem Kampf hier flüchten oder sowas. Kommt nämlich so ein Gauner-Imp hinter mir her. Ist er weg. Na Gott sei Dank. Das war der Plan. Alistan, da sind wir wieder. All dies hat sich im Geisterkerker zugetragen bei Nofika. Wer war dieser maskierte Magier und welch dunkle Ambitionen treiben ihn an? So viele Rätsel. Nun, ich werde die Antworten kaum alleine herausfinden. Ich muss diese Angelegenheit mit Galfried erörtern. Das wird er wohl ein wenig dauern. Dein Mut hat heute viele Leben gerettet, Abenteurer. Dafür gebührt dir unsere tiefste Dankbarkeit. Kehre nach Kredania zurück und suche Mionär auf. Sie wird dir in unserem Namen für deine Bemühungen danken. Das werden wir mit Sicherheit machen. Ja, ich denke auch. Also das sollten wir uns überlegen. Dann würde ich auch sagen, wir teleportieren uns direkt nach Gridania zurück, sprechen mit Mione, versuchen irgendwo einen Supertrank für Arhold zu besorgen. Wollen wir das so rum machen oder wollen wir erst noch mal kurz hier gen Süden gehen, das eine Quest annehmen, das eine Quest machen?
Ich glaube, da könnte das nächste Questgebiet dann quasi anfangen, weil wir ja oben noch bissige Naga Stufe 7 haben und das andere ist Stufe 10 und 12. Von daher würde ich das gerne erst Na zu Ende machen. dann, Rückführung nach Neugredania. Und go. Einfach mal Genau. weg. Und dann kommen wir, glaube ich, mit unserer Hauptstory auch gut voran im Moment. Ja, kann man nicht klagen. Fand ich auch wieder ziemlich geil, die Zwischensequenz eben, beziehungsweise dieses instanzierte Bereich. Ja, sehr gelungen. Ich mag die. Vor allem jetzt bekomme ich auch endlich mal quasi richtig was von dem Spiel mit. Damals, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich das ja erstmal nur so nebenbei gespielt, kann man ja ruhig sagen, weil ich ja meinen Master abgeschrieben habe. Und es war halt der Anfang, ne? Da war ja auch noch nicht ganz so viel implementiert. Es war nicht ganz so toll, aber jetzt finde ich es richtig gut. Ja, bis jetzt gefällt es mir auch. So. Kann Und. man sich zwischendurch ruhig mal antun, wenn man dem Fantasy-Genre und MMORPGs allgemein nicht abgeneigt ist. Richtig. Und dann spreche ich jetzt mal mit Mirne. Willkommen zurück, Drygostano. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ein schönes Abenteuer im Geisterkerker hattest. Nö, hatte ich nicht. Eine herrliche Geschichte, um sie in einer Schenke kundzutun. Doch leider muss ich dich bitten, sie für dich zu behalten. Vorerst zumindest. Solange die Druiden in der Sache nichts entschieden haben, wäre es besser, die Leute nicht mit Geschichten von laufenden Statuen zu. Was? Statt. Statuen zu beunruhigen. Was? Der Golem? Ach, Statuen. Ja, Freiheit, Statue. Okay. Nun denn, du sollst ein angemessenes Entgelt für deine wertvollen Dienste haben. Der erste Teil deiner Belohnung besteht darin, dass ich dir die Erlaubnis gebe, ein Gästezimmer hier in der Gilde zu nutzen. Wow. Yeah. Ich habe schon alles arrangiert, du musst nur mit Antionaut sprechen, wenn dir der Sinn nach einem stabilen Bett und einem weichen Kissen steht. Gästezimmer nun verfügbar. Bam! Als zweiter Teil deiner Belohnung biete ich dir einen Weg zu Ruhm und Reichtümern, nämlich Freibriefe. Freibriefe sind Aufzeichnungen zahlreicher Bitten, die wir aus der Bevölkerung erhalten. Sie umfassen allerlei Aufgaben, derer sich ambitionierte junge Abenteurer wie du annehmen können. Gontran stellt die Freibriefe hier im Hexerstübchen aus. Ich habe ihm bereits von deinen Fähigkeiten berichtet und er freut sich darauf, dich kennenzulernen. Freibriefe nun verfügbar. Ach übrigens, du hast schon von dem bevorstehenden Fest gehört? Ein wahrhaft freudiges Ereignis, dem Jung und Alt gleichermaßen entgegenfiebern. Leider überschatten die jüngsten Ereignisse des diesjährigen Feierlichkeiten ein wenig. Wenn diese verdächtige Person doch nur geschnappt würde, dann könnten wir alle leichten Herzens feiern. Aber wir reden jetzt von dir, Drogostano. Du hast mich mit Stolz erfüllt. Ich erwarte große Taten von dir, junger Mann. Ich von mir auch. Und ich nehme mal einen Helm und Auftrag abgeschlossen. Wuhu! So, der steht ab sofort Inhaltsempfehlung zur Verfügung. Diese Empfehlung, die je nach Stufe, Klasse und aktuelle Region Inhalte, die du spielen kannst. Du kannst die Inhaltsempfehlung über das Hauptmenü aufrufen. Sie werden dir außerdem beim nächsten Einloggen angezeigt. Nutze die Empfehlung für ein noch größeres Abenteuervergnügen. Ja. Und dann kann ich ja gleich quasi schon wieder mit Mione reden, denn die hat einen weiteren Auftrag. Den ich irgendwie gerade nicht annehmen konnte. Also beim Level 12 bist du auch eigentlich. Ah, jetzt geht's. Ja. Warum auch immer. Na, du hast ja schon einiges erlebt. Gefällst du dir in der Rolle als Wohltäter Gredanias? Dann habe ich einen Vorschlag für dich, wie du dich weiter einbringen kannst. Im Südwesten des tiefen Waldes liegt Gut Zwieselgrund. Gut, dass wir da schon waren. Die Leute dort arbeiten hart und können deine Hilfe gebrauchen. Außerdem ist das Gut ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit einem Ätheriten. Dort wirst du neue, wichtige Erfahrungen sammeln können. Gut Zwieselgrund liegt südwestlich des Blau der Blaudachspforte. Hinter der Brücke wirst du schon. Was geht denn hier ab? Test 1, 2. Ja. Irgendwas ist hier gerade. Ah! Hör dich. Ja, irgendwie ist gerade mein Spiel nicht abgeschüttet. Ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause.
Ja. Okay, Aufnahmepause vorbei. Hat auch nur 3 Sekunden gedauert. Ich muss es einfach nochmal, glaube ich, nochmal neu starten. Irgendwie ist gerade mein Spiel ein bisschen abgeschmiert und deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ob die Aufnahme noch da ist. Deswegen habe ich so ganz kurz neu gestartet. Aber jetzt sollte eigentlich alles wieder laufen. Also alles bestens, weiter geht's. Gut, Zwieselbrunn liegt südwestlich der Blaudachspforte. Hinter der Brücke wirst du schon den Edgeriten sehen. Du kannst doch ganz einfach mit einem Linienschokobon dahin reiten. Der bringt dich schnell und sicher nach Zwieselbrunn. Bei Xingur kannst du einen Ritt auf einem Linienschokobo buchen. Glaub mir, komfortabler kann man nicht reisen. Wenn du angekommen bist, stelle dich bei Kaiser vor. Sie verwaltet das gut. Ja, ich würde ja fast mal sagen, das könnten wir mal machen. Linienschokobo sind wir noch gar nicht geritten. Ja, aber da das ja, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, alles südwestlich ist und wir da eh lang müssen und unterwegs Quests abgeben können. Verstehst du, was ich sagen will? Das kommt mir doch nicht mit Logik. Na, dann buch du dir doch einfach ein. So, ich habe ja auf jeden Fall erstmal noch einen Quest Freibriefe von Zwieselgrund. Hast du das auch schon angenommen? Ja, das habe ich auch schon angenommen. Okay, dann nehme ich das jetzt auch nochmal fix an. Auftrag angenommen. Genau, und dann würde ich sagen, begeben wir uns auch direkt zurück in den Wald. Im tiefen Wald. Jo. Achso, wir müssen noch irgendwo mal gucken, wo man hier einen Supertrank bekommt. Ich würde jetzt spontan sagen, hier irgendwie im Gasthaus, aber hab da auch noch nicht wirklich Händler gesehen. Ich habe einen Supertrank zu bringen, um die Baum, das ersehnte Heimwille, kannst du bei den Händlern am Stumm. Oh, okay. Also doch zurück in den Wald. Erlesen kann ist klar ein Vorteil, sag ich mal so. Ne? Ja, das hätten wir auch früher schon machen können. So, tiefer Wald, das heißt, jetzt habe ich erstmal wieder 5 Minuten Freiraum, bis der gute Black Mage dann wieder fertig geladen hat und wir weitermachen können. Ja, so ähnlich fühlt es sich auf jeden Fall an. Ja, deswegen nutze ich die Zeit und kipp mir einfach mal einen neuen schönen T400 Energy Drink ein, damit ich auch weiter adäquat aufnehmen kann. Bin übrigens durch. Oh nein, ich kippe noch. So, Autorennen, los geht's. Autorennen? Wo rennst du denn hin? Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach mal die Mal-Taste gedrückt auf meinem Numpad und jetzt renne ich. Es gibt fast nichts Wichtigeres als eine Auto-Gehen- bzw. Autorennen-Taste. Vielleicht ist nur die Springen-Taste noch wichtiger. Nein, Springen wird überbewertet. Also ich muss ja sagen, das Liebste, was ich bei WoW mache, wenn ich wenig zu tun habe, ist Springen. Ach so, ja, wollen wir dann jetzt erstmal zum Stubben? Ja, ne? Ja, ich folge dir. Okay, dann gehen wir, glaube ich, mal wieder zurück. Ja. Schön. Gut. Fein. So wird's gemacht. So wird's gemacht. Jo, ne? So, und während wir hier sinnfrei durch die Gegend laufen, bringe ich mal wieder ein paar ganz schlechte Sprüche, die du zwar schon kennst, aber die Zuschauer natürlich noch nicht. Und zwar habe ich letztens ein bisschen was gelesen, quasi ein Chris Carter Buch, und da kamen so dämliche Sprüche drin vor, wie, also dämliche Anmachsprüche, wie, für dich würde ich mich sogar in Fred umbenennen. Du machst mich heiß wie Feuer und hart wie Stein. Oder was da noch drin. Es ist schlimm, wenn man sie das zweite Mal hören muss, ne? Das erste Mal war schon nicht war schön. War auch beim ersten Mal schlimm. Und was war da noch? Du heißt bestimmt Gillette, denn du bist das Beste für den Mann. Nicht /quit drücken. Press Alt, was? Alt F4 für Open Cheat Menü, ja? Genau. Hier gibt's aber nichts für Tränke oder sowas, ne? Nee, ich gucke auch gerade, aber irgendwie. Ah, Supertrank hier. Kaufen. Und zwar der Supertrank. War ich doch schon. Der Supertrank ist bei Werkzeuge. Okay.
Wer auch immer sich sowas einfallen lässt, aber da ist das. Einkaufen. Ja, und dann können wir ja den auch direkt zu Arolt bringen. Auf jeden Fall ist hier irgendwas direkt zum Abgeben. Das machen wir mal. Bissige Genau, Nager. das müsste das sein. Ja. Ja. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, wir haben jetzt gerade Sonntagabend, dass wenn die nächste Aufnahmesession beginnt, ich wieder mit neuen dummen Sprüchen aufwarten kann. Denn morgen muss ich die ganze Zeit Klausuren korrigieren von irgendwelchen Chemiestudenten. Und da gibt es immer lustige Antworten. Immer. Die dann wieder keiner versteht, der nicht selbst Chemie studiert Ja, hat. richtig. Deswegen reicht es auch, wenn ich Spaß habe bei den Let's Play. Der Rest muss ja keinen Spaß haben. Ja. Ne? Genau. So, und wenn wir Okay. jetzt nämlich mal auf die Karte gucken, sieht man, dass wir an ha Zwieselgrund E vorbei müssen, Muschen. um unsere weiter unten liegenden Quests zu erledigen. Ja, dann zwieseln wir jetzt im Grund. Außerdem sind hier noch irgendwie die Freibriefe, ne? Mit Tierney sprechen. Ja, während wir das annehmen, werde ich mich mal kurz muten, um mir die Nase zu putzen. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in a Health Show. Na gut, Zwieselgrund wurde ein Rudel Anoles gesichtet, weit ab ihrer üblichen Jagdgründe am Blankenfels. Die örtlichen Chocobo-Züchter sind besorgt, dass ihre Vögel in Gefahr sein könnten, wenn sich diese geschuppten Fleischfresser der Stallung weiter nähern. Um Schlimmeres zu verhindern, ist das Klagerund auf der Suche nach Freiwilligen, um die Kreaturen aufzustören und um die Chaos zu machen. Okay. Ja, das hört sich doch so an, als ob ich das machen könnte. Ja, ich denke auch. Freibriefe. Sprich mit einem lokalen Aussteller von Freibriefen und annehmen und Archiv und Freibriefvollmachten und ja, ne? Öffnest du das Archiv, Spielinhalte, Haupt. Ah. Ach, da unten, ja. Spielinhalte, Archiv. Freibriefe. Eins von Freibriefe. 16. Beginnen, würde ich sagen. Machen wir mal, oder? Ja, ich finde es auch ganz interessant gerade. Dann Attacke. Mit der Du Freiburg. verwaltest nicht deinen Heimatpunkt. Dann, Und zum Beginn, ja, oder? ich mache das jetzt Wir einfach wollen mal es ja eh. als. Ich mache das jetzt einfach mal als Heimatpunkt. Als Favorit. Ne, Moment. Als Heimatpunkt registrieren. Und wenn ich das jetzt beginne. Dann mache ich das auch noch mal schnell. Ja, machen wir mal, ne? Oh, Schwierigkeit Ach einstellen. so. Okay. Ja, plus zwei machen wir mal, würde ich sagen, ne? Also mache ich jetzt. Ja, okay. Verbundscheine. So, das heißt, wir müssen jetzt oben links. Möchten alle Gegner, Anolis-Schleicher müssen wir vernichten. Ja, aber die sind oben links, oder nicht? Da geschuppte Gefahr? Ja, genau. Würde ich sagen, machen wir, bevor wir hier irgendwas noch abgeben. Sehe gerade nicht, wo du hin möchtest. Ach, da, Da ist so ein okay. grünes. Ja, hab ich's Da gerade möchte ich gesehen. hin. Eine gute Idee. Ja, eine Gudenus. Okay, da sind sie. Na dann. Und da ist eine Schatztruhe.
Okay, zwei haben wir auf uns aufmerksam gemacht. Oh, raus da. Okay, zwei von drei. Hier ist eine Schatztruhe. Und das, der letzte. Schatztruhen öffnen. Klingt gar nicht so schwer. Einfach draufklicken. Spielinhalt beendet. Moment. Nee. Möchte die Schatztruhe noch öffnen? Ja, zurückkehren. Genau, das möchte ich. Er hat mir schon wieder nicht zugehört. Ich habe die Schatztruhe aber schon geöffnet gehabt. Ich aber nicht. Ja, aber das... Achso, da konnte ich jetzt für beide entscheiden, ja? Das weiß ich nicht. Ja, bist du mit mir teleportiert worden? Nein. Dann ist doch okay. Also, mehr oder weniger. Ich meine, du bist jetzt... Ja, aus. Abgesehen davon, dass ich jetzt laufen muss. Ja, aber du bist jetzt... war das komisch. Ist jetzt quasi... Nein, alles gut, ja. 20 Meter von mir entfernt. Also, das Ganze gab 1368 Routine und Bonus für die zwei Level nochmal 942. Also, das ist schon ganz cool. Ja. Dafür, dass es eigentlich eine normale Quest ist, ne? Richtig. Schon ganz cool. Okay, es gibt jede Menge Freibriefe, sehe ich hier gerade. Freibriefe von Zwieselgrund. Und wahrscheinlich dann so die Nebenquests, ne? Ja, genau. Und ich nehme gleich mal den nächsten Freibrief an. Oh, Städtefreibriefe freigespielt. Das ist natürlich cool. Auftrag angenommen. Oh Gott. Das wird jetzt etwas komplizierter. Macht aber nichts. Ich würde sagen, machen nochmal ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge zurück, wenn wir, ich habe keine Ahnung, was machen, aber wir haben ja noch genug. Von daher wird sich auch einiges machen lassen, ne? Ganz genau. Also, bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.